Es ist früher Morgen. Carlo fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Auf dem Weg zur MIV passiert er das Zentrum seiner Stadt Varaždin. Radfahren ist seine Routine. Es ist nicht nur gesund, sondern schont auch die Umwelt. Sobald sie in der Schicht angekommen sind, beginnen die MIV-Arbeiter fleißig mit der Vorbereitung der Produkte für die Kunden. Sie arbeiten in zwei Schichten, morgens und nachmittags. Alles, damit die Produkte zum vereinbarten Zeitpunkt fertig sind. Das offizielle Motto der MIV, von der Idee bis zum fertigen Produkt, beginnt genau hier, in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Neben Katalogprodukten ermöglicht die Forschungs- und Entwicklungsabteilung die Produktion verschiedener Produkte direkt nach Kundenwunsch. Nachdem der Entwurf fertig ist, geht es in die Modellabteilung. Die Arbeiter stellen Modelle her, nach denen die Produkte später gegossen werden. Erfahrene Handwerker verarbeiten Holz präzise, während junge Kräfte gemeinsam mit ihnen das Handwerk perfektionieren. Wir kommen zur Gießerei. MIV besitzt mehrere Gussproduktionslinien. Linien zum Gießen kleinerer Teile, eine automatisierte Linie und manuelles Gießen, wo bis zu 8 Tonnen gegossen werden. Das Erz wird in einem heißen Ofen geschmolzen und die Arbeiter gehen routinemäßig mit dem heißen Material um. Die Erfahrung der Gießarbeiter ist einer der grundlegenden Stärken vom MIV. In der Abteilung geschweißte Konstruktionen verwendet MIV eine Vielzahl von Stahlarten, um ein Produkt herzustellen, das den Anforderungen des Kunden entspricht. Geschweißte Konstruktionen machen nur einen kleinen Teil der Produktion vom MIV aus, sind aber ein sehr wichtiges Segment im Produktionsprozess. Dabei handelt es sich in erster Linie um Spezialprodukte, angepasst an ganz spezielle Bedingungen. Jedes Detail wird nach Vereinbarung mit dem Endkunden ausgeführt. Der nächste Schritt ist die Bearbeitung der in der Gießerei hergestellten Gussstücke. MIV nutzt eine Kombination aus alter und moderner Technik, Kenntnisse und Erfahrungen langjähriger Mitarbeiter in Kombination mit jungen Kräften. Die Gesamtheit dieser Faktoren ermöglicht eine Komplettbearbeitung in einem Produktionsprozess. Nachdem die CNC-Maschine und eine klassische Anlage mit der Hilfe des Wissens der Arbeiter ihren Teil getan haben, sind die Gussstücke bereit für den nächsten Schritt. Bevor die Gussstücke in den Oberflächenschutzprozess gehen, durchlaufen die Serienproben eine Phasenkontrolle. Neben der Messung mit klassischen Messwerkzeugen wie beweglichen Messgeräten und Mikrometern erfolgt auch die Kontrolle mit dem modernsten Messarm Varro. Einige Positionen werden gescannt und mit einem 3D-Modell verglichen. Der erste Prozess, der jedes Gussstück durchläuft, ist die Reinigung in einer Strahlanlage. Danach ist es bereit zum Plastifizieren. Epoxidpulver wird elektrostatisch auf heiße Gussstücke aufgetragen, um sie vor verschiedenen äußeren Einflüssen zu schützen. Neben dem Plastifizieren wird auf einige Produkte die Farbe aufgetragen, die je nach Bedingungen, unter denen das Produkt selbst verwendet wird, nach Kundenwunsch variieren kann. Kurz vor dem Ende des Prozesses, nach der Plastifizierung, kommen die Produkte in die Montageabteilung, wo sie nach einer bestimmten Baugruppe montiert werden. Zum Beispiel Absperrklappen, Absperrschieber, Hydranten oder eine andere Baugruppe. Danach kommt die Prüfung. Jedes MIV-Produkt durchläuft eine Druckkontrolle, um sicherzustellen, dass es für die Lieferung an den Kunden bereit ist. Im Lager der letzten Station des Produktionsprozesses warten übersichtlich geordnete Produkte darauf, transportiert zu werden. Hier werden bald Lastwagen kommen, die fertigen Produkte zu unseren Kunden auf der ganzen Welt transportieren. Gerade deshalb gehen unsere Produkte in die ganze Welt. Unsere Kunden kommen aus verschiedenen Teilen der Welt, Kulturen und Nationalitäten. Für uns sind sie einfach MIV-Kunden. Und jeder ist für uns gleich wichtig, egal woher sie kommen. Unsere Produkte verbessern das Leben von Menschen auf der ganzen Welt. Unsere Ventile befinden sich in Entsalzungsanlagen, Wasserversorgungssystemen und Abwassersystemen. Wir beteiligen uns an dem Wichtigsten,
der Bereitstellung von Trinkwasser in Gebieten, in denen es keines gibt. Und zum Schluss, MIV ernährt 600 Familien in unserem Varaždin. Mitarbeiter sind unser Schatz. Wir sind stolz auf jeden von ihnen. Wir sind auch stolz auf unsere Stadt. Wir sind stolz auf die Gemeinschaft, zu der wir gehören. Denn ohne sie würde es auch uns nicht geben.